Welche Nummer hast denn du? S7932. Und du? I589. Hast du eine Idee, wofür diese Zahlen stehen? Weißt du, es geht hier so ein Gerücht rum, dass die Nummern so eine Art Code sind. Was für ein Code? Naja, wenn man den Code knackt, weiß man, um was es hier geht. Das macht doch keinen Sinn. Und was, wenn diese Zahlen gar keine Bedeutung haben? Willst du vielleicht tauschen? Ich meine, du bist sowieso vor mir dran. Aber ich habe anscheinend die niedrigere Nummer. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Aber vielleicht sind wir dann beide schneller dran. Das Risiko wär's doch wert, oder nicht? Nein, lieber nicht. Vielleicht ist es gegen die Ordnung hier. Jetzt komm schon. Stell dich nicht so an. Das ist meine Nummer. Ich kann nicht mehr die 5 Meter zur Toilette gehen. Wie soll ich da die Treppe runterkommen? Hä? Trägst du oder schmeißt du mich? Ach, halt dein Maul, Ben. Das hast du dir wirklich selbst zuzuschreiben. Ja, hättest du den Wachmann nicht erschossen, würden wir jetzt hier nicht in der Scheiße stecken. Vince und Sammy warten unten im Wagen. Vince hat sich den Plan ausgedacht. Es konnte nicht funktionieren, ist ein Anfänger. Ich pack deine Sachen. Verräter! Na, nichts zu tun? Arbeit schon erledigt? Fühlen Sie sich unterfordert? Überqualifiziert? Ihre Qualitäten werden verkannt? Waren Sie mal richtig engagiert? Verspüren Sie inzwischen permanentes Desinteresse an Ihrer Arbeit und Ihrem Unternehmen? Wandeln Sie zwischen Lustlosigkeit, Rastlosigkeit bis hin zur Verzweiflung? Wie stehen Ihre Überlegungen in Bezug auf einen Arbeitsplatzwechsel? Wer unter Burnout leidet, erlebt seine Arbeitssituation als nicht zufriedenstellend. Man empfindet sein Potenzial als von anderen unterschätzt und die übertragenen Aufgaben als eine Beleidigung der eigenen Fähigkeiten. Gleichzeitig wird alles dafür getan, diesen Zustand der Schwebe zu erhalten, da man nicht mehr genug Pfeffer im Arsch hat, eine Änderung dieses Zustandes zu erwirken. Doof nur, wenn die Vorgesetzten glauben, dass die Symptome ihres Burnouts mit Unfähigkeit zusammenhängen. Genau genommen sind sie nämlich wirklich talentiert. Aber einem scheinbar faulen Menschen gibt man keine firmenrelevanten Aufgaben. Habt ihr einen Knüppel dabei? Du bist dein Bestie. Und Handschellen. Auto, wir sind zu spät. Handschellen. Ich bin schuld. Sehen Sie? Sie haben sich ein bisschen beeilt. Also. Wir haben doch keinen Ärger gemacht. Das ist Miss Rachel Temple, sie ist... Enchanté. Tag, Thiele, freut mich. Das ist meine Schuld. Ich habe ihn immer noch nachspachteln lassen, weil dieses Gesicht ist nicht mehr 25. Haha, das kann man laut sagen. Okay, aber doch weitestgehend faltenfrei, oder macht das jetzt... wie wäre es denn? Können Sie sich einfach eine Verwarnung geben und fahren einfach weiter? Ja. Die Kleine mit der Glatze, der ist sehr, sehr seriös, der lacht nie. Aber attraktiv. Der Große, der ist sexy. Findest du? Ja. Schlampe. My own special creation. So come take a look. Give me the hook. Wir gehen bitte einmal nach hinten. Auf den Rücksitz. Auf den Rücksitz. Mit wem? Alleine. Wenn Engel reisen, dann fliegen sie. Ja, okay. Ich würde das nicht so einfach abtun. Es ist schon gut, selbst zu sehen, wenn man einmal zu schnell war. Sonst merkt man es ja auch.
Okay. Viel Glück bei der Show. Okay, danke dir. Und bis dann. Enchanté. Gute Frau. Ja. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Komm, Rachel, setz dich. Schatzi, ich muss erst noch mal für kleine Flamingos. Ja? Oh. Wenn wir schon mal gehalten haben. Kein alltäglicher Einsatz, allerdings zwei wahrlich bunte Farbtupfer im sonst oft grauen Polizeialltag.